Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen Auftritt von Gerrit Huy in der Phoenix-Runde. Es ist der erste Auftritt eines AfD-Politikers seit der Bundestagswahl in einer Talkshow im Öffentlich-Rechtlichen. Jetzt im Folgenden eine etwas gekürzte Fassung der Sendung mit allen Redebeiträgen von Gerrit Huy. Danach ein paar Worte dazu. Meine Gäste, zunächst zugeschaltet ist Gerrit Huy. Sie waren früher Managerin im Daimler-Benz-Konzern, dann selbstständige Unternehmensberaterin. Jetzt sind Sie Bundestagsabgeordnete seit dem Herbst des letzten Jahres für die AfD und in der Fraktion Arbeitsmarktpolitische Sprecherin. Ebenfalls zugeschaltet Hans Vorländer, Professor an der Technischen Universität Dresden. Und Sie leiten dort das Zentrum für Verfassungs- und Demokratieforschung. Im Studio begrüße ich Ann-Kathrin Müller, Politikredakteurin und AfD-Expertin im Hauptstadtstudio des Magazins Der Spiegel hier in Berlin und Alexander Kissler, ebenfalls aus Berlin und in Berlin tätig, politischer Redakteur im Berliner Büro der Neuen Zürcher Zeitung. Frau Huy, sind Sie eigentlich froh, Herrn Meuthen los zu sein? Nein, das würde ich nicht so unbedingt sagen. Er hat uns ja viele Jahre lang gute Dienste geleistet, aber sagen wir mal, die Außenwirkung war lange Zeit sehr gut, die Innenwirkung hat in letzter Zeit stark gelitten. Insofern ist es nur folgerichtig, dass er ausgetreten ist. Herr Kissler, hat die AfD, gerade wenn man das Auftreten im Bundestag so sieht, hat die den parlamentarischen Weg eigentlich aufgegeben? Also die Gestaltung, die Mitsprache im Parlament, möglicherweise auch eines Tages in einer Koalition, will sie eher in einer wie bisher fundamental oppositionellen Bewegung verharren? Also momentan übt sie diese Rolle einer fundamental Opposition, das ist richtig, ist eine sehr schrille Fraktion, die also sehr scharf Kontra gibt. Sie ist momentan weder koalitionsfähig noch koalitionswillig. Was sich mittelfristig durchsetzen wird, darüber werden wir heute auch sprechen, das wird darüber entscheiden, ob sie eines fernen oder mittleren Tages koalitions- und damit gestaltungsfähig sein wird. Rui, Sie sind ja ein neues Gesicht in der AfD, sind ja eigentlich jetzt erst durch die Wahl in den Bundestag in Erscheinung getreten, obwohl Sie schon länger im Bereich Arbeitsmarkt und Rentenpolitik mitarbeiten. Was hat Sie denn 2017 bewogen, in die AfD einzutreten? Ja, also ich finde, dass vieles in unserem Land nicht gut läuft. Und ich habe eine Partei gesucht, in der man die Chance hat, diese Dinge auch zu verbessern. Und die habe ich in der AfD gefunden. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sich möglichst viele Bürger in der Politik engagieren, denn es läuft in unserem Staat doch einiges schief. Jetzt haben Sie gerade diesen O-Ton von Jörg Meuthen gehört, der gesagt hat, das Herz der AfD, das schlägt inzwischen sehr weit rechts. Er höre viele totalitäre Anklänge. Ist da was dran oder ist Ihre Erfahrung eine andere? Sie sprechen mit mir? Ja, mit Ihnen. Ja, also er hat das, hat ja gesagt, viele Personen, die er kennt und die vernünftig waren, hätten sich sukzessive radikalisiert. Und er hat das daraus geschlossen, dass sie nicht mehr all seinen Entscheidungen gefolgt sind. Er hätte natürlich umgekehrt auch auf die Idee kommen können, seine Entscheidungen in Einzelfällen zumindest zu hinterfragen. Hat er nicht getan. Und da sind ihm auf einmal ganz viele Geisterfahrer entgegengekommen. Gut. Ich denke, man hat ihm auch übel genommen, dass er einen Spaltpilz in die Partei hereingetragen hat. Er hat ja ernsthaft darüber nachgedacht, die Partei in zwei Hälften zu spalten. Das will aber keiner von uns und es macht auch keinen Sinn. Also summa summarum kann ich sagen, er hat uns gute Dienste in den ersten Jahren geleistet. In der Außendarstellung und der Innendarstellung ist es dann immer schlechter geworden. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, als ihm alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Aber Sie haben ja, glaube ich, auch auf die Frage schon geantwortet in einem anderen Interview. Ihnen seien der Partei noch keine Rechtsradikalen begegnet. Aber es gibt ja zum Beispiel diese alternative Nachrichtengruppe Bayern von AfD-Abgeordneten aus Bayern, wo von Umsturz und Revolution gesprochen wird. Eine Landtagsabgeordnete sagt, ohne einen Bürgerkrieg wird es nicht gehen. Ein Kandidat in Dresden oder ja in Dresden sagt, im Bundestag müsse ein politischer Großputz sein. Er hoffe, dass er in die Reinigungsbrigade reinkommt. Diese Wortwahl, diese Äußerungen haben aber ganz klar rechtes Gedankengut zum Hintergrund. Wieso sehen Sie da keinen Rechtsradikalismus in der Partei? Nein, also ich sehe den tatsächlich nicht. Ich sehe den nicht mal in diesen Äußerungen, denn ganz ehrlich gesagt, wenn Sie einzelne Worte aufspießen und mit der Lupe vergrößern, können Sie praktisch in jedem politischen Chat eine Mördergrube finden. Also das sind doch einzelne Dinge. Bei uns geht es immer um Worte, bei uns geht es nicht um Programmpunkte.
Denn, es geht ja um Äußerungen zum politischen System. Entschuldigung, es geht um Äußerungen zum politischen System der Bundesrepublik. Ich habe das ja zitiert. Man spricht von dem Umsturz der Revolution und einem Bürgerkrieg. Ja, wir greifen doch nicht die Demokratie an. Im Gegenteil, der erste Satz in unserem Programm heißt, wir sind überzeugte Demokraten. Uns geht es letztlich um Verluste an Demokratie in diesem Land, die wir tatsächlich sehen. Es gibt ja doch einzelne autoritäre Züge oder totalitäre Züge, wenn sich zum Beispiel Bürger nicht mehr trauen, ihre Wahrheit, also die Wahrheit zu sagen, ihre Meinung zu sagen. Das ist kein gutes Zeichen für gelebte Demokratie. Romina, in der Bundestagsfraktion herrscht im Moment nicht Harmonie. Die Fraktion hat schon 3 Abgeordnete verloren. Es gibt jede Menge Ärger, Sie haben da auch drüber geschrieben. In der Fraktion, ist denn auch ein Auseinanderbrechen der Fraktion denkbar? Also ein richtiges Auseinanderbrechen der Fraktion kann ich nicht sehen, wenn selbst solche Äußerungen jetzt nicht mal als rechtsradikal gelten. Sieht man ja, was für ein Klebstoff da ist, nämlich der Klebstoff, einfach diese Partei zu erhalten und mit dieser Partei eben so weiterzumachen, wie sie jetzt eben schon seit Jahren sich eben entwickelt. Und es ist schön, dass im Programm so ein Satz steht, Papier ist geduldig, da sind Äußerungen von einzelnen Funktionären und auch das, was man eben sonst so fordert, dann eben doch klarer. Und daran kann man sehen, wie sich die AfD entwickelt hat und wo sie heute steht. Welchen Eindruck haben Sie, Frau Huy, von Ihren Fraktionskolleginnen und Kollegen jetzt im neuen Bundestag? Wie gesagt, die Wahl ging ja nicht so aus, wie Sie sich das eigentlich gewünscht hatten. Ich hätte mir natürlich ein besseres Ergebnis noch gewünscht, aber ich bin eigentlich positiv überrascht von meinen Kollegen in der Fraktion. Wir haben sehr viele kluge Köpfe da, die auch sehr wertvolle Beiträge leisten. Also es gibt auch sehr viele Vorschläge. Ich sehe eben auch nicht die Radikalität. Wir sind alle aus dem Bürgertum, wir haben alle bürgerliche Karrieren hinter uns und wenn Sie so wollen, haben wir alle ein bürgerliches Gesicht. Also ich verstehe diese Einordnung tatsächlich nicht. Sie werfen uns einzelne Worte vor, aber die Regierung, die Bundesregierung, auch einzelne Länderregierungen verabschieden sogar Gesetze, die nicht verfassungskonform sind und die deswegen immer von den Verwaltungsgerichten wieder einkassiert werden. Und jetzt auch die Impfpflicht ist ja mutmaßlich ein nicht verfassungsgerechtes Gesetz, das geplant wird. Dagegen wehren wir uns. Wir sind diejenigen, die auf das Grundgesetz aufpassen, auch auf unseren Rechtsstaat. Ja, ich wollte noch kurz zum Bürgerlichen kommen. Es ist auch hier, finde ich, eine Gemengelage. Also diese Kritik an den staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen bekommen durch die AfD eine parlamentarische Repräsentation. Das ist ja zunächst mal nicht verkehrt. Wenn man dazu steht, es gibt Leute, die komplett ablehnen und die bekommen eine parlamentarische Vertretung, eine Stimme. Das ist ja besser, als wenn diese Menschen gar nicht mehr im parlamentarisch-demokratischen Raum wären. Also die AfD macht immer wieder inhaltliche Punkte. Jetzt gerade war diese wissenschaftliche Dienste zur vielleicht Verfassungswidrigkeit des verkürzten Genesenstaates durch Robert-Koch-Institut Ergebnis einer Anfrage an die wissenschaftlichen Dienste durch einen AfD-Abgeordneten. Das ist völlig d'accord, da nutzen sie ihre Rechte. Es ist parlamentarischer Usus. Man sollte ihnen auch keine Posten vorenthalten, finde ich. Das andere, was das Bürgerliche angeht, auf die sich die AfD gerne beruht, ist das Auftreten. Und das Auftreten der AfD ist weder im Bundestag noch in den anderen Landesparlamenten bürgerlich. Wir haben sehr, sehr oft dauerhafte Vorträge. Wir haben diese Maskenmätzchen, dass man manchmal halbe Masken trägt, sie bewusst falsch trägt. Und wir haben natürlich auch eine sehr aggressive Rhetorik hier und da, wenn ein Abgeordneter, wie vor 2 Wochen, zu Herrn Habeck sagt, er verachte ihn, dann ist das einfach eine Rhetorik, die im demokratischen Raum nichts gut tut. Wir sollten uns nicht unsere Verachtungen vorhalten oder uns in Verachtungen hineinsteigern, sondern versuchen, im Gespräch zu bleiben. Und wenn die AfD eine bürgerliche Partei wirklich sein will, dann muss sie sich professionalisieren und sie muss sich vor allen Dingen in den Forderungen und auch im Auftreten deutlich verbürgerlichen. Aber die AfD ist doch gar keine bürgerliche Partei mehr. Das ist sie schon seit langem nicht. Sie schafft es nicht, also selbst wenn sie mal, auch ein blindes Huhn findet, mal ein Korn irgendwie eine Maßnahme kritisiert, das kann und soll sie gerne tun. Aber es ist ja auch nicht so, als wäre sie die einzige Partei, die irgendwie Maßnahmen kritisiert. Wir haben gerade ja auch einen Regierungswechsel gehabt. Vorher haben Grüne, FDP, vor allen Dingen auch die FDP, die Corona-Maßnahmen kritisiert. Jetzt sitzen die in der Regierung und die CDU kann das sehr gut tun. Also das findet ja auch so alles statt. Und dieser Versuch von der AfD, alles zum Mainstream zu erklären, alle Parteien in einen Topf zu werfen, alle Medien abzulehnen, irgendwie über Staatsfunk zu schreiben, irgendwie bei Facebook, wie das auch Frau Huy tut, über ARD und ZDF und damit auch über Phoenix und dann aber trotzdem hier zu sitzen, das ist nicht bürgerlich, wenn man eben immer wieder auch nicht nur rabaukenhaft, um das mal bei Ihnen einmal zu kritisieren. Die AfD ist durch und durch, nicht jede einzelne Person, aber in ihrer kompletten Programmatik und in ihren Ausdrücken,
rassistisch. Sie ist antidemokratisch, wenn sie das Parlament so sehr verachtet, die Parteien so sehr verachtet, die Regierenden so verachtet. Sie macht die Medien schlecht, sie macht Behörden schlecht. Sie hat den Wunsch, dieses System manifest zu verändern. Und da ist eben nichts, was man da irgendwie noch bürgerlich nennen könnte. Und wenn sie sagt, ja, sie sieht ja bürgerliche Gesichter. Ja, was ist ein unbürgerliches Gesicht? Die Definition will ich erstmal kennen. Wenn für jemanden nur ein Neonazi oder jemand rechtsradikal ist, wenn man eine Glatze hat und Springerstiefel. Also die 90er Jahre sind vorbei. Und man kann dieses Gedankengut auch haben, wenn man sehr bürgerlich aussieht und wenn man ein kariertes Jackett anhat. Oder. Und da muss ich wirklich sagen, dass das, was die AfD seit Jahren schon macht und gerade in der Corona-Pandemie macht, hat wirklich überhaupt nichts mehr mit demokratischer Opposition zu tun, meines Erachtens. Gut, dann kriegt das Wort wieder Frau Hoy. Also Kritik an der inhaltlichen Aufstellung, nicht bürgerlich, auch in den programmatischen Punkten, aber eben auch in der Außendarstellung, gerade der Fraktion im Bundestag. Muss die Fraktion da etwas tun? Also es kann sicherlich nicht schaden, wenn wir uns professionalisieren, aber ich muss ganz strikt widersprechen. Wir haben ein absolut bürgerliches Programm. Wir verteidigen die bürgerlichen Werte, wir verteidigen die bürgerlichen Freiheiten und wir wollen uns wirklich auch die Anliegen der Bürger zu eigen machen. Es ist nicht nur so, dass wir die Probleme artikulieren, auch die tabuisierten Probleme, die die anderen Parteien nicht ansprechen. Wir bieten auch Lösungsvorschläge dafür an. Schauen Sie in unser Programm, schauen Sie in unser Wahlprogramm, schauen Sie in unsere Konzepte, in unsere Anträge. Wir bemühen uns wirklich, etwas beizutragen, damit es in unserem Land wieder besser wird. Denn dass es herabgewirtschaftet ist in vielen Teilen, das ist doch evident. Das wissen Sie auch alle. Und das sind die Punkte, die wir adressieren. Deutschland geht es so gut wie lange nicht. Und wir sind besser als viele andere Länder durch die Corona-Pandemie gekommen. Die Arbeitslosenzahlen sind niedrig. Also genau das ist das, was ich meine. Immer ein Thema nehmen und alles ins Negative verdrehen. Alles immer auf Flüchtlinge beziehen, auf Migration, auf gegen den Staat, die Regierung will dem armen Bürger irgendwie schröpfen und so weiter. Das ist keine konstruktive Kritik. Darf ich dazu gleich wieder was sagen? Also von Flüchtlingen, da habe ich noch gar nicht geredet heute. Wir haben auch viele andere Probleme. Wir haben viel zu niedrige Renten. Die Österreicher bekommen 80% mehr, die Holländer 120% mehr, die Dänen das Dreifache, die Schweizer mehr als das Vierfache. Und selbst die Italiener, denen wir gerade sehr viel Geld geschenkt haben, bekommen 60% mehr Rente, obwohl sie 7 Jahre weniger arbeiten. Das sind doch offensichtliche Probleme. Es kommt eine riesige Altersarmut auf uns zu und niemand spricht drüber. Das geht doch nicht. Diese Dinge müssen doch öffentlich gemacht werden. Es müssen Lösungen dafür gefunden werden. Frau Hoy, da stehen Sie aber nicht allein da mit dieser Position. Da würden Ihnen nicht wenige zustimmen zu dem, was Sie jetzt gerade zur Rentenpolitik gesagt haben. Das ist einfach wahr. Ja. Ja, ich sage ja, da stehen Sie ja nicht allein da. Das würden ja viele genauso sehen. Also insofern ist das jetzt, ist es ja nicht nur die AfD, die dazu was sagt. Gut, aber wir sprechen das viel, viel klarer aus. Wir sind auch nicht damit einverstanden, dass so viel Geld an die EU bzw. viel reichere Länder weitergegeben wird, wie zum Beispiel Italien, wo die einzelnen Bürger mehr Geld haben als wir, und zwar dreimal so viel Vermögen wie wir. Das finden wir nicht korrekt. Also es gibt viele Dinge, die wir nicht korrekt finden, und insbesondere sehen wir eine deutliche Verarmung unserer Bürger. Und wir machen uns natürlich auch Sorgen um die bürgerlichen Freiheiten. Gut, jetzt wird die es AfD... Es gibt auch andere Punkte. Ein paar andere Punkte vielleicht, unsere verfallenen Schulen. Aber ich halte mich zurück, aber es gibt sehr viel. Wir werden auf inhaltliche Aspekte noch kommen. Nicht nur die Medien, nicht nur die Wissenschaft, nicht nur der politische Gegner beobachten die AfD, Herr Vorländer, sondern der Verfassungsschutz tut das ja auch. Im März soll sich ja entscheiden, ob die AfD zu einem rechtsextremistischen Verdachtsfall für den Verfassungsschutz wird. Vor nichts. Unser Eindruck fürchtet sich ja die AfD so sehr wie genau vor dieser Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Kann die AfD das noch abwenden? Ja, ich glaube nicht, weil überwiegend auch, glaube ich, bei den Sicherheitsbehörden angekommen ist, dass starke rechtsextreme Kräfte innerhalb der AfD agieren. Ich sehe das natürlich besonders deutlich aus der Perspektive Ostdeutschlands und noch deutlicher aus der Perspektive Sachsens. Und wir haben hier eigentlich nach wie vor die Leute sehr stark in der Beobachtung, die auch zu dem sogenannten Flügel gehörten. Kalbitz, Höcke spielen nach wie vor eine große Rolle. Wir haben Herrn Mayer, den ehemaligen Richter, der lange Zeit jetzt im Bundestag war, aber jetzt wieder
den Wiedereintritt in sein Amt als Richter begehrt, dem ja auch deutlich auch rechtsextreme Einstellungen attestiert worden sind. Wir sehen, dass auf der Straße die AfD auch zu sehr lebhaften, rauen, zum Teil an Formen physischer Gewaltsamkeit grenzender Corona-Demonstrationen aufruft. Ein AfD-Abgeordneter wollte neulich auch vor dem Haus von Frau Köpping, der hiesigen, also Dresdner sächsischen Sozial- und Gesundheitsministerin, demonstrieren. Das heißt, sie werden einfach die Spielregeln einer freiheitlich-demokratischen Ordnung nicht geachtet. Das System wird verächtlich gemacht und das ganz systematisch. Und man kann auch beobachten, dass die AfD in Ostdeutschland, aber partiell auch in anderen Regionen, in anderen Städten, sich jetzt nochmal weiter radikalisiert, weil auf der noch weiter rechten Seite von der AfD andere Gruppierungen sind, die ganz eindeutig rechtsextrem, ja nach geradezu verfassungswidrig genannt werden könnten, wie die Freien Sachsen beispielsweise, wo alte NPD-Kader unterwegs sind, die auf der Straße mobilisieren, wo die AfD im Augenblick vor der Frage steht, überhole ich die noch rechts oder distanziere ich mich davon? Und da gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Also ich glaube, dass sowohl in den Äußerungen wie im Verhalten einzelner Abgeordneter, wie aber auch in dem Gesamterscheinungsbild in der derzeitigen Situation, der Eindruck einer sehr starken rechtsextremen Strömung innerhalb der AfD überhaupt nicht mehr von der Hand zu weisen ist, sodass meines Erachtens der Verfassungsschutz die gesamte AfD zu einem Verdachtsfall und damit auch zur Beobachtung mit geheimdienstlichen Mitteln kommen wird. Zu dieser Einschätzung wird der Verfassungsschutz sicherlich kommen. Frau Hui, wenn die AfD, die Gesamtpartei, zu einem Verdachtsfall wird für den Verfassungsschutz, bleiben Sie dann in der Fraktion und in der Partei? Ja, sicherlich. Das wäre für Sie kein... Also ich sehe auch, finde die Gefahr viel größer, dass die einzige wirklich und verbal ausgesprochene Opposition eingeschüchtert werden soll und politisch wundtot gemacht werden soll. Darin sehe ich eine viel größere Gefahr für unsere Demokratie. Denn dann werden die Probleme nicht mehr so klar auf den Tisch gelegt, wie es nötig ist. Dann finden viele Menschen in unserem Land keine parlamentarische Vertretung mehr. Also ich fände, das wäre viel gefährlicher, als wenn mal hier und da ein dummes Wort gesagt wird. Ja gut, aber nicht so viel ändern wird dadurch. Sie wird dann beobachtet, sie wird erstmal nicht aufgelöst und die Wähler im Osten wird es auch kaum abschrecken. Also insofern, es wird erstmal in der Mitgliederstruktur, da wird es was auslösen. Natürlich Beamte, Handwerker etc., die werden dann auf Abstand gehen. Aber zunächst mal ist sie nach wie vor noch im Bundestag, es werden Prozesse angestrengt und den Osten wird es eh nicht abschrecken. Also wird sich so vieles erstmal gar nicht ändern, denke ich. Zwei, ganz kurz. Ich finde es sehr interessant, ich finde es ganz interessant, dass gerade die Rechtsstaatpartei, die selbst erklärte, jetzt irgendwie den Rechtsstaat, der eben mit einem Verfassungsschutz sagt, da sind möglicherweise extremistische Bestrebungen, das dann komplett ablehnt, so viel zum Rechtsstaat. Genau wie bei den Corona-Demonstrationen, wo man Polizisten plötzlich auffordert, in den Widerstand zu gehen, finde ich jetzt auch nicht so sonderlich rechtsstaatlich, wo AfD-Leute mitlaufen oder sogar die Proteste anmelden. Ich würde sogar sagen, weitergehen als Sie und sagen, der Verfassungsschutz macht den AfD-Lern gar nicht mehr so viel Sorge. Es gibt ein paar wenige noch, die eben Beamte sind und die dann um ihre Pension vielleicht fürchten oder so, die sich dann überlegen müssen, wie viel sie bereit sind, für die AfD aufzugeben. Aber das Schreckgespenst hat ihr Schrecken verloren. Denn die Partei wartet quasi drauf, weil sie sich ja auch sehr gerne als Opfer eben inszeniert und eben dann behaupten kann, die Regierung versucht, uns mundtot zu machen, so wie Frau Hoy das gerade gesagt hat. Und es geht aber eben gar nicht mehr so sehr. Man hat, glaube ich, sowohl bei den Funktionären als auch bei den Mitgliedern, sagt man inzwischen wahrscheinlich auch bei Wählerinnen und Wählern, das ist gar nicht mehr eine demokratische Institution, der wir vertrauen. So weit ist es schon. Frau Hoy, ist diese Distanzierung nötig von diesen Gruppierungen, Schichten, die Herr Vorländer da gerade angesprochen hat? Nein, ich sehe das alles nicht. Also ich finde das zum Teil auch ziemlich absurd, was uns vorgeworfen wird. Also Verfassungsschutzbeamten finden es schon verfassungswidrig, dass wir die Migration kritisieren. Also was soll man als Opposition dann überhaupt noch sagen dürfen? Sollen wir uns jetzt von den Gerichten einen Fragenkatalog oder einen Kritikkatalog vorschreiben lassen, wie wir Opposition machen dürfen? Oder andere Dinge, dass wenn wir nicht aufpassen, wir eines Tages in der DDR 2.0 aufwachen? Das ist als verfassungswidrig angeführt worden im Verfassungsschutzbericht. Ja, da warnt einer davor, dass sich die Regierung vielleicht von der Verfassung entfernt und das ist dann verfassungswidrig. In einer Demokratie. Und es stimmt auch nicht, dass der Verfassungsschutz so argumentiert. Das ist grundsätzlich grotesk. Also, das höre ich hier im Osten dauernd, dass Frau Hui, Entschuldigung, jetzt der DDR-Endphase ähnelt. Aber das ist doch Schwachsinn. Ist die, Frau Hui, die Bundesrepublik heute mit der DDR vergleichbar? Bis 1989. Nein, ist natürlich nicht. Aber wir sehen natürlich Veränderungen, die wir nicht gut finden. Und man sagt doch so gerne, während den Anfängen. Wir wollen aufpassen, dass die Freiheiten nicht zu sehr eingeschränkt werden. Es ist schlecht für eine Gesellschaft, wenn die Bürger sich daran gewöhnen, dass sie weniger Freiheiten haben und sich darauf einrichten. Das ist einfach nicht gut. Und wir möchten die vollständige bürgerliche Freiheit wiederherstellen. Wir möchten eine freie Wirtschaft haben, die nicht die rigistische Vorgaben der Regierung erfüllen muss.
Und wir möchten eben Lebensverhältnisse, die den eigenen Bürgern zugutekommen. Wir möchten, dass wieder mehr Geld für sie übrig bleibt und nicht für bürgerfremde Zwecke ausgegeben wird. Das sind unsere Anliegen. Wir wollen wirklich die Bürger vertreten, weil es uns nicht mehr gefällt, wie mit ihnen hier im Land umgegangen wird. Also aber bevor das bei den Zuschauern oder Zuschauerinnen falsch hängen bleibt, also der Verfassungsschutz argumentiert nicht so, dass nur weil man Migration kritisiert, man schon irgendwie rechts- oder rechtsextrem ist. Ich habe diese Gutachten gelesen, das alte zur Gesamt-AfD und auch welche aus den Landesverbänden. Und da wird argumentiert, dass wenn man Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel abspricht, Deutscher sein zu können, dass man dann eben extremistische Tendenzen hat, weil es natürlich im deutschen Recht vorgesehen ist, dass man auch mit Migrationsgeschichte eingebürgert werden kann und dann auch Deutscher ist. Selbstverständlich, ja. Migration an sich ist nicht Grund, wenn man die kritisiert, dass man dann plötzlich ein rechtsextremistischer Verdachtsfall ist. Also bevor das falsch hängen bleibt. Frau Huy, die AfD hat ja selbst einen Staatsrechtler beauftragt, der hat einen Katalog erstellt, was man besser nicht sagt, um nicht in das Fadenkreuz des Verfassungsschutzes zu geraten. Da hat man auch das Gefühl, dass sich da aber viele Mitglieder der AfD auch im Bundestag nicht daran gehalten haben. Sonst hätten sie das Problem mit dem Verfassungsschutz ja nicht. Sie haben ja diesen Staatsrechtler selbst beauftragt. Das ist richtig, aber es ist natürlich schwierig, sich zu merken, was man alles nicht sagen darf. Ich glaube, muss ich mir eigentlich auch nicht aufschreiben, was man sich sagen darf, um mit der Verfassung in Konflikt zu kommen. Also, es sind wirklich zum Teil also abenteuerliche und hanebüchige Anschuldigungen, die gemacht werden. Vielleicht ist hier und da mal ein Körnchen was dran, aber im Großen und Ganzen stimmt es schlicht nicht. Ja, ich habe vorhin Ihren Einwurf ja auch nicht verstanden auf diesen Chat, den ich da zitiert habe. Das ist ja etwas, was der Bayerische Rundfunk veröffentlicht hat. Also mit Umbruch, Revolution, Bürgerkrieg, das sind einzelne Begriffe. Jeder Mensch kann sich darunter etwas vorstellen. Und in diesem Zusammenhang ging es um die Beseitigung des demokratischen Rechtsstaats Bundesrepublik Deutschland. Nein, da muss ich ganz klar widersprechen. Man hat Sorgen, dass es zu Aufständen und Bürgerkriegen kommen könnte. Übrigens Sorgen, die auch andere und auch Geheimdienste äußern. Das ist ja erlaubt, sich Sorgen zu machen und diese Dinge zu äußern. Kein Mensch bei uns plant einen Bürgerkrieg oder ruft zu einem Bürgerkrieg auf. Das ist einfach nicht der Fall. Und das wäre überhaupt nicht parteikonform. Wir sind friedlich, das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Und wir lehnen jede Gewaltanwendung ab. Auch das stimmt nicht. Führende Flügelvertreter von früher machen bis heute, sagen sie Sätze wie, wir müssen das System vom Kopf auf die Füße stellen. Auch das ist ein revolutionärer Ansatz. Es gibt massig Menschen von Ihnen, die bei Herrn Krall sich irgendwie interviewen lassen, der von der konservativen Revolution und einem Systemsturz schwafelt. Und es gibt auch keinen Geheimdienst meines Wissens, der irgendwie sagt, dass er Angst hat vor einem Bürgerkrieg in Deutschland. Und es ist auch nicht normal, Demonstrationen zu organisieren, wo man Polizisten anschreit, dass man sich dem Widerstand anschließen solle und die Seiten wechseln solle. Das ist alles nicht normal und schon gar nicht bürgerlich. Und wie Sie hier die Maßstäbe verschieben und überhaupt nicht mehr von Maß und Mitte reden, ist wirklich atemberaubend. Also, dass Sie sich selbst zur gemäßigten Teil der AfD zählen, ist ja auch so ein Wording, das ich nicht mehr verstehen kann. Das macht mich wirklich fast ein bisschen sprachlos, aber noch habe ich ein paar Worte. Ich zähle mich zur AfD, um das deutlich zu sagen. Ich zähle mich nicht zu einem speziellen Teil der AfD. Herr Kissler, es geht ja um Verfassungstreue oder Verfassungsverstoß, Distanz zum Grundgesetz der AfD. Was, wenn es jetzt zu diesem Verdachtsfall AfD kommt, also zur Beobachtung ist ja eher wahrscheinlich, dass es so kommt, schreckt das dann auch diese möglicherweise bürgerlichen Reste der Wählerschaft der AfD ab? Die Frage ist eben, welches. Das war die Frage an Herrn Kissler, aber Sie können sie auch gleich beantworten. Das darf ich auch mal. Die Frage ist natürlich immer, wenn wir von der AfD reden, haben wir jetzt bisher großteils natürlich von den Abgeordneten im Bundestag geredet, von den Funktionären, von den Scharmützeln dort. Wir haben ja auch die vielen Wähler, auf die Sie jetzt ansprechen. 10,3% beim letzten Wahl, immer noch momentan in Umfragen 10, 11, teilweise 12, also geht auch gar nicht deutlich nach unten. Das heißt, die AfD besitzt momentan auf dem politischen Marktplatz ein Angebot, das andere offenbar nicht abgreifen. Die Frage ist, wird dieses Angebot weniger nachgefragt, war, wenn es gewissermaßen ein Schmutzschild angehängt bekommt? Und da würde ich sagen, es hängt davon ab, wie groß dieses Schmutzschild sein wird, also was genau dann der Verfassungsschutz sagen wird. Und es hängt dann aber auch wirklich davon ab, inwieweit es der AfD gelingt, jenseits dieses verfassungsmäßigen Beobachtung eine programmatische Politik zu machen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Frau Huy zitiert das Programm, das gibt es, ich kenne das auch. Aber wir haben natürlich viel
viele, viele Debatten auch im Bundestag, wo das Programm keine Rolle spielt, wo es eben wirklich in einem verächtlichen Ton darum geht, Vorredner schlecht zu machen. Insofern ist das wirklich die Frage, die auch auf die Wähler abfärben wird. Traue ich es der Partei zu, dass sie trotz dieser Beobachtung hier und da noch politische Punkte setzt, von denen ich möchte, dass sie im politischen Diskurs vertreten werden? Das ist genau die Frage. Und wenn man sich danach nur noch einschießt, noch aggressiver in der Rhetorik, dann wird man natürlich irgendwann verschwinden. Und da hat natürlich Herr Meuthen in Kalka recht gehabt. Immer noch enthemmter, immer noch eins draufzusetzen, ist auf Dauer einfach kein erfolgsversprechendes Programm, abseits einer kleinen politischen Blase am Rand. Dann ist sie irgendwann bei der 6-7% oder bei der APO. Frau Hui, würde das bedeuten, dass die AfD im Falle einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz dann sich ein Stück weit auch zurücknimmt, um nicht zu sehr da im Feuer zu stehen? Also ich weiß jetzt nicht genau, was Sie mit zurücknehmen machen. Meinen also, Alexander Kiesel hat ja gesagt, dass Sie eigentlich relativ dann sozusagen jetzt auch Öl ins Feuer gießen danach und dann erst recht diese Radikalisierung vorantreiben, die ja wiederum für den Verfassungsschutz, für den Verfassungsschutz ja auch der Anlass war, Sie zu beobachten. Nein. Also wir treiben sicherlich keine Radikalisierung voran. Wir sind auch nicht radikal. Wir werden aber Kurs halten. Wir werden weiter unbeirrt unsere Grundrechte verteidigen, die Abwehrrechte der Bürger sind gegen einen übergriffigen Staat. Und wir werden uns auch nicht einschüchtern lassen, sondern weiter getreu unserem Motto reagieren, nur zur Wahrheit. Das heißt, wir machen weiter. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Das andere Motto war ja Deutschland aber normal auf dem letzten Parteitag und der letzten Wahl. Und da sieht man halt momentan recht wenig, ne, von diesem normalen Deutschlandbild, was praktisch nur stattfindet auf Plakataktionen. Und da muss ich die AfD schon fragen soll, wie das zusammengehen soll, für Normalität eingehen und gleichzeitig anormale Sittengebräuche und Redeformen in den Bundestag und andere Städte einzuführen. Also das ist wirklich, das sehe ich schon eine ganz große Lücke zwischen Behauptung und Angebot. Frau Hui, ein Satz, wir sind am Ende der Sendung dazu, zu dem, was Herr Vorländer gesagt hat. Ja, also wir schüren keinen Hasch, das liegt uns jedenfalls fern, das wollen wir nicht. Wir glauben an die Demokratie und wir glauben auch an die demokratischen Institutionen. Wir wollen sie verbessern, wir wollen sie effizienter machen, wir wollen sie wieder bürgernäher machen. Das sind unsere Ziele und da werden wir weiter Kurs halten. Perspektivisch auch die Regierung. Bitte, Regierungsbeteiligung ganz weit weg. Regierungsbeteiligung ganz weit weg. Da, wo sie stark ist im Osten, da ist sie noch stärker Fundamentalopposition. Und da, wo sie etwas weniger Fundamentalopposition ist, hat sie zu wenig Stimmen. Insofern ist in dieser Generation keine Regierungsoption auch nur in denkbarer Nähe. Ich bedanke mich. Wir sind am Ende der Sendung. Gerrit Huy hat aus meiner Sicht sehr ruhig und nervenstark geantwortet. Sie hat sich vor allen Dingen nicht verleiten lassen, die AfD negativ zu framen. Das wollten die anderen erreichen. Sehr wahrscheinlich wurde sie deshalb eingeladen, weil die öffentlich-rechtlichen denken, Gerrit Huy ist unerfahren. Jetzt wollen wir mal testen, was man erreichen kann. Ob man sie dazu verleiten kann, Kronzeuge zu werden. Ob sie irgendwas Negatives sagt gegen den Flügel, ob sie sich in irgendeiner Art und Weise distanziert. Wenn die Öffentlich-Rechtlichen das erreicht hätten, hätten sie schon ganz viel gewonnen. Gerrit Huy hat das aber nicht getan. Und man kann aus meiner Sicht sicher sein, sie wird nicht mehr eingeladen deswegen. Die Öffentlich-Rechtlichen, sie laden AfD-Politiker nur dann ein, wenn sie gegen die AfD instrumentalisieren können. Also wenn es Fake-AfDler sind wie Meuthen oder wenn es unerfahrene Leute sind, wie sie vielleicht Gerrit Huy eingeschätzt haben. Es war aber so, dass dieser Auftritt von Gerrit Huy, es war zwar gut, man muss sich daran denken, in dieser Situation so ruhig zu antworten, das erfordert Nervenstärke und auch nichts Falsches zu sagen. Es ist aber so, dass aus meiner Sicht Gerrit Huy entscheidende Punkte nicht gemacht hat. Wir müssen daran denken, natürlich, wir sind davon überzeugt. Wir finden Gerrit Huy überzeugend. Aber wir müssen daran denken, wie ist die Bevölkerung? Wir müssen mit der Bevölkerung, wie sie ist, müssen wir klarkommen. Und die Bevölkerung tatsächlich, sie will einen Gladiatorenkampf sehen. Es ist jetzt hier so, Ann-Kathrin Müller, sie greifen die AfD maximal an. Sie greifen die AfD in ihrer Integrität an. Sie erheben schwere Vorwürfe. Und jetzt hat Huy es so gemacht, sie ist darauf einfach gar nicht eingegangen, sondern hat einfach positives Selbstframing gemacht. Und wollte damit sozusagen Ann-Kathrin Müller disqualifizieren, im Auge des Zuschauers. Sagen, was Ann-Kathrin Müller sagt und was dieser Wissenschaftler sagt, das ist, da geht sie gar nicht drauf ein, weil es so ein Unsinn ist. Es ist aber so, dieser Wissenschaftler mit seiner Bücherwand, Ann-Kathrin Müller, es reicht schon aus, wenn die Leute denken, es ist vielleicht ein bisschen was dran. Alle sagen, es ist ein bisschen was dran. Wenn schon ein bisschen was dran ist, dann reicht es schon, dass die AfD unwählbar ist. Und aus diesem Grund muss die Integrität dieser Leute zerstört werden.
Und das wollen die Leute auch sehen, ob die AfD das kann. Weil natürlich, wenn man jetzt mit plumpen Vorwürfen kommt, ihr seid die Lügenpresse oder irgend sowas in der Art, dann wird man massiv negativ geframed. Und davor hat natürlich in Wahrheit, davor haben Hui und die anderen Angst. Deswegen äußern sie sich so gedeckt. Sie haben Angst, wenn sie jetzt an Katrin Müller oder diesen Leuten, wenn sie jetzt Vorwürfe erheben, dann werden sie als aggressiv geframed, dann werden sie als unsachlich geframed. Es ist ja an sich gut, wenn Gerrit Huy Ann-Kathrin Müller disqualifiziert, was ihr auch zum Teil gelungen ist. Am Ende hat Ann-Kathrin Müller versucht, so einen Witz zu machen, der aber erkennbar nicht funktioniert hat. Das Problem ist aber, es wirkt wie Feigheit vor dem Feind, vor den Leuten. Sie wird in ihrer Integrität angegriffen und sie traut sich sozusagen nicht, die anderen anzugreifen oder es richtig zu stellen. Es ist ja so, wenn sie die anderen nicht angreift, dann akzeptiert sie die anderen Leute mit ihren Aussagen. Das heißt, die Leute denken dann nicht, sie sagt nichts, weil das so unmöglich ist, sondern die Leute interpretieren das dann so, sie sagt nichts, weil sie nichts sagen kann. Und das bedeutet entweder, sie ist nicht fähig dazu, sie kann jetzt die Integrität dieser Leute nicht angreifen, weil sie nicht fähig ist, das zu verbalisieren, oder weil sie einfach keine Argumente hat. Und hier muss man jetzt seine Stärke beweisen, sozusagen, in diesem Gladiatorenkampf. Hier muss man beweisen, dass man der Stärkere ist. Und das ist eigentlich ganz leicht. Aber es bedarf einer Vorbereitung. Gucken wir uns die Strategie von Ann-Kathrin Müller an oder von allen anderen. Sie suchen sich jede Kleinigkeit raus, die sie gegen die AfD verwenden können. Und wenn man sich genauer anguckt, sind es eigentlich absurde Vorwürfe, weil es so wenig ist. Zu sagen, das ist alles, was sie haben. Das heißt, Ann-Kathrin Müller hat fast nichts. Aber dieses Nichts, das breitet sie suggestiv aus und konstruiert dann daraus den maximal negativen Vorwurf. Sie entmenschlicht Teile der AfD und damit ist die ganze AfD unwählbar. Was können jetzt AfD-Vertreter tun? Oder was hätte jetzt Gerrit Huy tun müssen im Vorfeld, um hier mehr erreichen zu können? Es ist so, wenn die AfD sich richtig vorbereitet, dann wischt sie die anderen vom Tisch. Die anderen sind vollkommen chancenlos. Sie muss es einfach nur ganz genauso machen. Das heißt, sie guckt sich jetzt den Spiegel an, Ann-Kathrin Müller. Was hat der Spiegel in der Vergangenheit gemacht? Das haben die Öffentlich-Rechtlichen in der Vergangenheit gemacht. Und diese Punkte, die muss man, wie in einer Datenbank, müssen die abrufbar sein. Das heißt, die AfD müsste eigentlich Leute beschäftigen, die die ganzen Medien durchleuchten und die konkrete Vorwurfpunkte zum Argumentieren heraussuchen. Und das sind ja natürlich unendlich viele, aber das bringt nichts, wenn man es nicht greifen kann. Das heißt, wenn es schwammig bleibt. Sondern man braucht in so einer Diskussion, da braucht man Punkte, die man vorbringen kann. Und hier geht es vor allen Dingen darum, zu sagen, Ann-Kathrin Müller, sie glaubt nicht an das, was sie sagt. Das heißt, wenn jetzt Ann-Kathrin Müller suggeriert, die AfD ist rechtsextrem, die AfD ist vollkommen richtig, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der Verfassungsschutz ist redlich. Das Entscheidende ist, dass Gerrit Huy deutlich macht oder behauptet, Ann-Kathrin Müller, sie glaubt nicht an das, was sie sagt. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, aber das ist ein ganz extremer Vorwurf. Das wird auch Gerrit Huy spüren, wenn sie sowas sagt. Und dann wird Ann-Kathrin Müller sagen, das ist ja eine Unverschämtheit. Ich betreibe hier ganz redlichen Journalismus. Ich bin die Allernetteste und was Sie mir hier unterstellen, ist ungeheuerlich, dass ich nicht glauben würde, was ich sage. Selbstverständlich glaube ich, was ich sage. Hier. Das ist ja eine vollkommen bescheuerte Behauptung. Und jetzt macht Gerrit Huy den Sack zu. Jetzt geht sie auf die Berichterstattung des Spiegels ein. Die Täuschungsmethoden. Systematisches Hervorheben und Verschweigen. Und sie kann ja anführen, die Art und Weise, wie hier bei der AfD alles hervorgehoben wird und verschwiegen wird, das ist nicht ausgewogen. Das ist die entscheidende Vokabel, das ist unausgewogen. Und sie kann auf die ganze Berichterstattung vom Spiegel eingehen. Und sie kann sich auch auf Cover beziehen. Die Entmenschlichung. Stürmerniveau. Mit Donald Trump, wie er meistens gesichtlos ist auf den Covern und er die Freiheitsstatue köpft oder ähnliche Cover. Der Spiegel, sie haben sich so viel zu Schulden kommen lassen. Und das ist viel mehr, als die AfD sich hat zu Schulden kommen lassen. Das sind ganz andere Größenordnungen. Aber das Problem ist, die AfD führt es nicht ins Feld bisher. Und das muss man hier tun. Das heißt, man greift die Integrität von Ann-Kathrin Müller sofort an. Sie glauben nicht, was sie sagen, sie täuschen systematisch. Diesen schweren Vorwurf erhebt man. Es bringt einfach nichts zu sagen, ich bleibe jetzt hier auf meinem hohen Niveau, ich bin jetzt hier ganz freundlich und dadurch sehen die Leute mich freundlich. Sondern die Leute denken dann, ja, sie tut freundlich. Oder die AfDler tun freundlich, aber sie haben was zu verbergen. Sie sind schwach, sie sind nicht das, was sie vorgeben zu sein. Es ist ja nicht die Zeit, irgendwie um den heißen Brei zu reden. Oder auch beispielsweise Formulierungen wie, wir wünschen Jörg Meuthen eine gute Zukunft oder irgend sowas. Natürlich wirkt das so,
wie wenn man jemanden, wie Sie in Ihrem Daimler-Konzern, irgendeinen unfähigen Praktikanten entlässt und dann, ja, wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. So. Aber man muss daran denken, was hat Jörg Meuthen der AfD für einen schweren Schaden zugefügt? Wenn man dann sagt, man wünscht Jörg Meuthen alles Gute für die Zukunft, dann relativiert das den Schaden, den Jörg Meuthen angerichtet hat. Tatsächlich war er Kronzeuge für das Dämonisierungsframing seit 2 Jahren. Er hat die AfD von 14 auf 10% gebracht, nachhaltig. Er hat 4% Wählerstimmen gekostet, das ist extrem viel. Es ist auch eindeutig nachvollziehbar, dass das mit den Aktionen von Jörg Meuthen zusammenhängt. Weil im Frühjahr 2020 war die AfD in Bezug auf Corona sehr zurückhaltend. Also sie hat jetzt keine Position bezogen, die den Mainstream verprellt. Das heißt, sie hat erstmal so zugestimmt, unter Vorbehalt gesagt, ja, jetzt mit diesen Maßnahmen, das muss aber überprüft werden. Sie hat sich nicht aus dem Fenster gelehnt, sondern sie hat dann erst im Sommer Position bezogen. Da war die AfD aber schon längst von 14 auf 10% gefallen. Das Framing mit Kalbitz, Flügelauflösung, neue Partei, es war extrem. Man kann sagen, eigentlich bei jeder Gelegenheit hat Jörg Meuthen Teile der AfD dämonisiert und damit die ganze AfD unwählbar gemacht. Jedenfalls muss Gerrit Huy hier die Integrität, muss sie massiv in die Offensive gehen. Und sie macht sich damit auch nicht angreifbar. Weil im Grunde wissen es ja die ganzen Leute, dass der Spiegel täuscht. Die Leute wissen es, die Leute spüren es. Und die AfD sieht nur schwach aus, weil sie nicht in der Lage ist, das zu formulieren. Entscheidend ist dann, wenn man diesen Angriff macht, dass man auch nicht zurückrudert. Das heißt, man wirft jetzt hier Ann-Kathrin Müller vor, sie täuscht. Sie glaubt nicht an das, was sie sagt. Und dann, wenn Ann-Kathrin Müller empört ist, dann hakt man nach und dann lässt man nicht locker. Und wenn dann der Moderator versucht, das Thema wegzulenken, was er natürlich sofort versucht, man bleibt dabei. Und dann greift man auch gleich die Öffentlich-Rechtlichen an. Man darf sich dann keine Sorgen machen. Natürlich wird sie nicht wieder eingeladen. Das ist vollkommen klar. Sie wird auch jetzt nicht wieder eingeladen. Weil sie hat das negative Framing gegen die AfD nicht bedient. Deswegen wird Gerrit Huy aus meiner Sicht, wird sie sehr wahrscheinlich nicht mehr eingeladen werden. Genauso wenig wie jemals ein Gottfried Curio oder wie ganz viele andere in der AfD nie eingeladen werden. Sondern das war jetzt der Test. Sie haben gedacht, sie ist ein Greenhorn und man kann sie hier instrumentalisieren. Das heißt, sie hat hier diese eine Gelegenheit und sie muss sich keine Sorgen machen. Sie wird nicht mehr eingeladen. Klar, wenn sie den Vorwurf macht, Täuschung, wenn sie richtig die Narrative ankratzt, dann wird sie nicht mehr eingeladen. Es ist aber so, das ist dann das Maximum, was die Öffentlich-Rechtlichen auspacken können. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben das Problem, wenn sie das machen, wenn sie Leute nicht mehr einladen von der AfD, dann wirken sie selbst feige. So muss es am Ende, so muss es dann auch Huy framen. Sie werden mich nicht mehr einladen, weil ich zu stark bin. Sie können mich argumentativ nicht greifen, deswegen laden sie mich nicht mehr ein. Und mit der Haltung muss die AfD überhaupt in Talkshows gehen. Wir sind stark. Und wir sorgen dafür, nicht wie Höcke, dass Höcke das Interview abbricht. Aus meiner Sicht ist Höcke, er hält tolle Reden und er ist aus meiner Sicht ein gerader Charakter. Aber er ist nicht geschickt mit den Öffentlich-Rechtlichen Interviews in Talkshows. Und deswegen greifen die Öffentlich-Rechtlichen ihn ja auch an. Also sie mobben ihn richtig. Sondern es muss ja umgekehrt sein. Die AfDler müssen dafür sorgen, dass wie bei einem NTV-Interview mit Weidel, dass der Moderator das Interview abbrechen will. Dass er zu schwach ist, die Vorwürfe zu kontern. Und genauso sollte es Huy hier machen. Sie schlägt eine Schneise der Verwüstung. Mit Vorwürfen. Sie macht sich nicht angreifbar, wenn sie anderen etwas vorwirft, was sie belegen kann. Natürlich, das Wichtige ist, man muss nicht die Begründung sofort parat haben. Aber man muss im Hinterkopf haben, dass man die Begründung geben kann. Man darf auf keinen Fall irgendwas Falsches machen. Man darf keine falschen Vorwürfe machen. Jeden Vorwurf, den man macht, muss man belegen können. Das heißt, die AfD bereitet sich vor, sie durchleuchtet die Medien und aus dem, was sie hat, erhebt sie dann die maximal schweren Vorwürfe. Also im Grunde genau das Gleiche, wie Ann-Kathrin Müller es gemacht hat. Nur ist es so, dass die AfD dann die 10.000 stärkeren Argumente hat. Und dann ist das Ganze sofort entschieden. Die AfD wird so sofort, ja, der Spuk wird sofort ein Ende haben. Wenn der Angriff endlich mal erfolgt und man nicht irgendwie versucht, so freundlich immer zu sein und sich nicht angreifbar zu machen. Aber das erfordert Entschlossenheit. In den letzten Jahren, diese Entschlossenheit im Umgang mit den Öffentlich-Rechtlichen in Talkshows hat gefehlt. Das war vor der Wahl besser. Aus dem Grund wurden die AfDler ja nicht mehr eingeladen nach der Bundestagswahl. Weil die Auftritte vor der Bundestagswahl, sie waren schon viel besser. Aber das muss noch viel entschlossener sein. Das kann man auch in Reden transportieren, das kann man auf der Homepage transportieren. Und vor allen Dingen, man schont auch nicht Leute wie diesen Kissler. Das ist ganz wichtig. Weil die Leute denken sich, wenn selbst die Neue Zürcher Zeitung, wenn selbst die AfD negativ sehen, ja, dann wird schon was dran sein. Weil die sind ja eigentlich auch rechts.
Was hat er hier gemacht? Er hat gesagt, die AfD, sie wäre schrill, sie wäre scharf im Ton, das wäre unangemessen und hat dann auch suggeriert, mit dem Verfassungsschutz, das ist ja eigentlich nichts Besonderes, auch nicht schlimm für die AfD. Das ist vollkommen undemokratisch. Auch dieser Kissler. Und ihn greift man dafür auch massiv an, für das, was er gemacht hat. Weil, wenn man sich daran erinnert, die SPD in den 90ern, sie war viel, viel, viel schärfer im Tonfall gegenüber der CDU als jetzt die AfD. Und es ist in einer Demokratie auch vollkommen normal, dass die Opposition polemisch ist. Das ist selbstverständlich. Und das hier aufzugreifen, zu sagen, die AfD wäre unmöglich, was sie polemische Oppositionsreden halten würde, das ist eigentlich unfassbar. Und das muss Gerrit Huy im Grunde hier auch so benennen. Man muss diesen Kissler hier ganz massiv einordnen. Nicht nur sagen, wir sind bürgerlich und wir haben bürgerliche Berufe, sondern diese Kritik am Umgangston von der AfD. Das darf man überhaupt nicht aufkommen lassen. Oder auch dieses mit Carsten Hilse, mit der Verachtung. Dann wollen sie testen, die Linken, sie testen immer, ob sie das jetzt bringen können, das unmöglich zu machen, das verbieten zu können. Wenn die AfD sich nicht wehrt, dann sind sie sozusagen die Dummen. Es ist ja so, dass die Altparteien oder auch jetzt hier Ann-Kathrin Müller, sie bringen die Verachtung für die AfD permanent in extremster Weise zum Ausdruck. Sie beleidigen die AfD als Nazis, entmenschlichen sie, dämonisieren sie systematisch. Also schlimmer kann eine Verachtung gar nicht sein. Und wenn dann Carsten Hill so offen und ehrlich sagt, was sein gutes Recht ist, es ist sein Recht, er muss nicht jeden mögen, es ist sein Recht, andere Leute zu verachten. Es ist das Recht eines jeden, jemanden zu verachten und das auch offen auszudrücken in einer Demokratie. Es ist ganz wichtig, diesen Standpunkt zu bringen. Und wenn man diesen Standpunkt bringt, dann sieht Kissler arm aus. Es würde sich aus meiner Sicht für die AfD sehr lohnen, wenn sie die Priorität von Investigativität, dem Nachverfolgen, was Spiegel, was sie gemacht haben, da eine Datenbank herzustellen, da Geld zu investieren, dass man da Mitarbeiter hat, die das regelmäßig betreiben und Datenbanken erstellen, das wäre ganz wichtig. Sowas wäre entscheidend. Weil daraus ziehen die Medien ihre Kraft, dass sie genau das die ganze Zeit machen. Und da können sie aus einer Mücke einen Elefanten machen, wie es hier Ann-Kathrin Müller gemacht hat. Und wenn wir die richtigen Argumente, wenn wir sie alle griffbereit haben, da hat der Spuk hier ganz schnell ein Ende. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.